Die Vorweihnachtszeit im Vogtland ist schön, liebe Zuschauer, keine Frage. Die Weihnachtsmärkte sind allesamt sehens- und besuchenswert und bis Weihnachten passiert natürlich eine Menge Interessantes. Doch die Zeit bis dahin ist vielen Kindern manchmal ein bisschen zu lang. Doch es gibt Rettung, den Nikolaustag. Da gibt es natürlich auch schon ein paar kleine Geschenke und in Tschechien, liebe Zuschauer, ist das nicht anders. Naja, nicht ganz jedenfalls. In Tschechien kommt der Nikolaus einen Tag früher als bei uns. Vielleicht war das der Grund für die vier vogtländischen Familien, zur Burg Hartenberg in der Nähe von Falkenau bzw. Sokolov zu fahren. Eine große Portion Neugierde war sicher auch dabei. Hatte man doch gehört, dass es in Tschechien irgendwie anders zugeht, zum Nikolaustag. Etwas spät waren wir dran an diesem Nachmittag in Rebeni und nachdem wir den Einlass passiert hatten, folgten wir dem Menschenstrom hinunter zum Bahnhof. Dort kam ein Sonderzug aus Sokolov und brachte noch mehr Familien mit. Aber nicht nur das, auch der Nikolaus samt Gefolge war im Zug. Doch das verschwand leider in der Zeit, als wir die Abfahrt des Zuges filmten. Zurück am Bahnhof machten wir Bekanntschaft mit den sogenannten Höhlen, in diesem Fall ein Kellergewölbe. Wirklich gruselig. In Tschechien kommt am Abend des 5. Dezember nicht nur der heilige Nikolaus zu den Kindern, nein, auch Teufel und Engel sind dabei. Der Nikolaus verschenkt wie bei uns Süßigkeiten an brave Kinder. Der Teufel bringt den bösen Kindern Kohle und Kartoffeln. Ja, und die Engel passen auf, dass der Teufel die Kinder nicht in seinen Sack steckt und in die Hölle bringt. Ja, und das ist eigentlich auch schon der ganze Unterschied. Auf der Burg und in der näheren Umgebung gab es einige dieser Höhlen und, keine Frage, für die Kinder war das ein Erlebnis. Besonders natürlich für die Bösen. Das weitläufige Gelände und natürlich die Burg selbst war schön gestaltet und teilweise gruselte es sogar die Erwachsenen. Im Burghof gab es einen mittelalterlichen Weihnachtsmarkt. Überall blinkten rote Gehörne, aber auch Engel konnte man im Schein des Feuers sehen. Eine ungewohnte, aber gerade deshalb interessante Szenerie. Ein paar Meter weiter außerhalb der Burg fand man noch einen eher traditionellen Markt. Langsam wurde es dunkel und wir Vogtländer machten uns auf den Heimweg. Es hat uns gefallen und nächstes Jahr machen wir uns etwas früher auf die Socken.